Hallo Andreas Fuchs, wir sind gerade bei dem Symphony Summit in Hamburg und ich wollte dir ein paar Fragen stellen, aber vielleicht kannst du dir vorher ganz kurz vorstellen, auch wenn ich weiß, wer du bist. Okay. Ja, mein Name ist Andreas Fuchs. Ich bin verantwortlich für die Trainings von Sensor Labs Deutschland im deutschsprachigen Raum. Und ja, wir sind hier auf dem Symphony Summit. Das ist jetzt der zweite, den wir veranstalten. Wir haben in diesem Jahr schon einen in Köln veranstaltet. Ja. Und die Grundidee des Ganzen ist, dass wir auf den Symphony Lives und auf den Symphony Days vorher, in den Jahren vorher, die Erfahrung gemacht haben, dass Workshops zum Thema Symphony und PHP allgemein sehr gefragt sind. Und wir veranstalten den Summit zusammen mit Quaffen, den ja, Qualitätssicherungsspezialisten in Deutschland, würde ich mal sagen, und bieten hier halt eine Reihe von Workshops an. Okay. Und wie unterscheidet sich das Format von den Symphony Live und Symphony Days? Es ist insofern ähnlich, dass es Eintagesworkshops sind. Es ist hier etwas, sind kleinere Gruppen und die Themenauswahl ist etwas anders. Das ist aber von Jahr zu Jahr auch verschieden. Und du hast gesagt, es gibt zwei Standorte dieses Jahr für den Symphony Summit, einmal in Köln Genau, und richtig. einmal. Wir selber haben ja den Standort Köln und haben in Köln diesen Summit schon einmal veranstaltet und haben jetzt in Hamburg, was ja schon eine Hochburg für Webentwicklung ist in Deutschland, Freut mich, den dass du zweiten ja. genau Ja. veranstaltet. Und ihr habt eure Hauptbüros also die Deutschlandbüros von. Unsere Deutschlandbüros sind in Köln, richtig. Okay, ja, und deswegen Genau. der Standort hier. Okay, gut. Und vielleicht kannst du ein bisschen genauer erklären, was das Format ist von dem Symphony Summit her. Also es geht über 2 Tage. Genau, es geht über 2 Tage. Es sind allerdings eintägige Workshops. Also man kann sowohl einen Tag kommen als auch 2 Tage kommen. Es gibt 3 Tracks. Wir haben also in jedem Tag 2 Workshops von Quafu zum Thema Functional Testing, Test-Driven Development, Object-Oriented Design und ein Workshop von Benjamin Eberlei, der auch bei Quafu ist, zum Thema Doctrine. Ja. Und wir bieten Workshops an Einführung in Symphony und Symphony und der Dependency Injection Container, also ein fortgeschrittener Workshop, der findet dann morgen statt. Das sind jeweils eintägige Workshops und man kann sich halt, ja, man kann halt zwei während dieser 2 Tage zwei von diesen Workshops nach freier Wahl besuchen. Ja, okay. Und hast du eine Idee davon, was das für Teilnehmer hier sind? Also ist es ein gewisser Schlag von Teilnehmern oder sind sie sehr unterschiedlich? Ganz gemischt. Also wir haben Teilnehmer, Freelancer, einzelne Leute, Leute aus Entwicklungsteams von Agenturen, aber auch Entwickler, die in Teams arbeiten, die ein eigenes Produkt dauerhaft entwickeln Ja. für größere Webportale und ähnliches. Okay. Liegt es daran, dass es so gemischt ist, dass Symphony besonders flexibel ist, also besonders also für alles einsetzbar ist, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Also Symphony hat sich in den letzten, ja, 2, 3 Jahren doch ganz immens verbreitet, sowohl im Enterprise-Bereich als auch durchaus für kleinere Projekte mittlerweile schon. Ja. Ja, okay. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank und ich glaube, wir sehen uns heute auf der User Group. Genau, heute Abend findet noch die User Group Sehr gut. statt. Ja. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank. Ja, ich danke. Ciao. Danke.